Hey Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich weiß nicht, was alles bis jetzt passiert ist, aber ich möchte mal zeigen. Hier, ich habe ein bisschen gefarmt übrigens. Ich habe Lebenssteine gefarmt, habe circa 3 Stück gefarmt. Und die Gegner sind weg. Die Gegner sind weg. Die kommen nicht wieder. Ich habe sie jetzt ein paar Mal getötet und da hinten stehen noch einige. Aber die hier vorne sind weg. Was ist das denn? Das ist doch nicht Dark Souls. Ach, guck mal hier, ich raste. Flups, und die Gegner tauchen nicht auf. Wenn die jetzt auftauchen, das wäre sehr witzig. Da, die Gegner tauchen nicht auf. Haben die hier ein Ablaufdatum? Wenn man sie 10-mal tötet, tauchen die nicht mehr auf. Das ist irgendwie, das ist nicht Dark Souls. Das ist nicht Dark Souls-like. Und ja, ich habe, ich weiß jetzt wohin. Ich weiß jetzt wohin. Das habe ich wahrscheinlich in irgendeinem Video schon gesagt, dass ich falsch gegangen bin. Zu diesem Piratenschiff müssen wir erst eigentlich später. Aber, ja, das passiert halt. Das ist halt, ich muss kommentieren. Ich muss euch ein wenig unterhalten, ich muss gut spielen. Mir schauen Leute dabei zu, wie ich spiele. Ich muss jeden zufriedenstellen irgendwie. Und natürlich habt ihr das Verlangen, mir Tipps zu geben und so. Aber wenn ihr euch aufregt und sowas, das macht mich traurig. Das macht mich traurig, macht mir noch mehr Druck. Und ich werde jetzt für euch diesen Ritter töten. Ich habe das Gefühl, ich werde ihn jetzt töten. Weil irgendwie hat er keinen Sinn und so. Und mir wurde oft das gesagt, auch dieser Kommentar hat einen Daumen nach oben bekommen, dass ich ihn töten soll. Also tun wir es jetzt. So, zack, zack. Mann! Das Schwert macht ordentlich Schaden. Zack. Und jetzt schlachten wir den Typen ab, würde ich sagen. Wie viele Lebenssteine haben wir denn? Nur mal so ums Gucken. 2 Stück. Ich habe ganze Zeit Gegner getötet, nur 2 Lebenssteine. Das ist traurig. Nein, nicht benutzen. Boah. Fast, ey. Fast. So, okay. Den töten wir jetzt, ne? Den töten wir jetzt, würde ich sagen. Direkt frontal rein, hier von hinten. Oh. Und weg, und weg, und weg, und weg. Heide-Ritterschwert. Wenn das jetzt besser ist als meins, dann drehe ich aber durch. Dann drehe ich aber durch. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wo ist das? Ist das das Bastardschwert? Doch. Heides Ritterschwert, das ist gar nicht so gut. Heide ist bei uns in der Nähe. Heide ist in der Nähe hier bei uns, deswegen muss ich es jetzt tragen. Nee, es ist gar nicht so gut hier. Okay, es ist auch nicht aufgelevelt, aber dieses Großschwert hat schon, das haut ordentlich rein. Welches Kampfmuster, welches Verhalten hat es denn? Also nicht welches Verhalten, das ist jetzt Hollys Sprache, die verstehe nur ich. Also wie haut es denn drauf? So schnell? Ah, es haut von unten nach oben und so. Das ist gut. Das ist eigentlich gut für enge Gebiete. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das jetzt erledigt, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Achso, und runter. So, ich habe jetzt noch etwas übersehen. Ich möchte euch jetzt ein wenig zufriedenstellen. Vielleicht manche. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen übersehen, aber das gehört dazu. Das ist auch übrigens ein Grund, warum viele Dark Souls Let's Player ein wenig, ne, haben jetzt nicht Angst, es zu Let's Playen, aber die Lust verlieren, weil es Klugscheißer gibt, einige. Ihr seid jetzt nicht so extrem oder sowas. Bei anderen war es echt extremer, zum Beispiel. Als Beispiel, was ich gehört habe, Leute haben sich aufgeregt, dass der Spieler, also der Let's Player, nicht gestorben ist. Die haben gesagt, Dark Souls, da musst du sterben, du musst ragen. Das fand ich auch total bescheuert. Das ist, nein. Dark Souls, die Atmosphäre ist geil und alles drumrum ist geil. Und jetzt zeige ich euch, was ich noch übersehen habe. 8948 Seelen. Das sind viele Seelen, die ich jetzt gleich verlieren werde wahrscheinlich. Wir müssen jetzt ins Gebiet der Riesen. Und was? Das Gebiet hier. Was mit Heide, das heißt, das war irgendwie nach ihm benannt. Genau, Heides Flammschwert, das heißt, er kommt von hier. Diese Zusammenhänge, seht ihr? Das gehört irgendwie alles zusammen. Heides Flammschwert. Was? Heides. Genau, Heides Flammschwert. Haben wir doch Langschwert Feuer, ach so. Gut, Moment mal. Erstmal nehmen wir hier das Großschwert. Genau, und ist Heides Schwert besser oder so? Na komm, lassen wir das Feuerschwert. Auf geht's! Bekämpfen wir jetzt mal ganz kurz die Riesen. Die sind kein Problem. Ausweichen. Ausweichen.
Zack. Okay, die Riesen sind kein Problem mehr. Das ist easy peasy. Gib mir deinen Gegenstand. So, da hinten nämlich, da wo die vier Typen sind, oder drei, ich glaube, das sind nur drei, dort kann man nämlich noch weiter hochgehen, da in dieses Gebiet da hinten. Aber ich dachte, man, kommt er erst später hin, dachte ich. So, pass auf, komm her. Wahrscheinlich treffen wir da gleich auch noch einen Boss hier. Ich zeige euch auch gleich, wo wir noch lang müssen. Wir müssen denn da, wo der Riesenboss war, müssen wir eigentlich noch weitergehen. Kein Ding, Schatz. Das ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Meine Freundin ist wieder hier. ja. So, einige haben wahrscheinlich schon weggeschaltet, weil ich denen zu schlecht spiele. Diesen Gedanken hat man halt. Ah, jetzt heul ich zu viel rum. So, weiter geht's. Draufhauen. Komm her. Ach, das ist so ein Typ. Das hat Aua gemacht. Ja, ich bin gestorben. Damit müssen wir jetzt leben. Damit müssen wir jetzt leben. Es ist Dark Souls, du musst sterben. Es ist Dark Souls, ich muss sterben. Seht ihr, freut euch jetzt. Freut euch, ihr müsst euch ja freuen, weil einige haben sich auch beschwert. Siehst du, man kann, das ist echt schwer, Dark Souls zu let's playen. Deswegen einfach, ich ignoriere es. Ich werde es einfach spielen, es hochladen, auf Kommentare antworten, auf gute Kommentare, auf nette Kommentare und so läuft es dann. Und jetzt muss ich aber erstmal meine Seelen wiederholen. Oh, was ist denn los hier? So, komm, kratz einfach ab, mein Lieber. Wir nehmen erst das Flask. Ja, das benutzen wir, wenn es gleich kritisch wird. Ich glaube, an den Gegnern werde ich auch vorbeirennen. Wobei dahinter noch mehr Riesen sind. Oder Mini-Riesen, keine Ahnung. Sind jetzt nicht so die großen Riesen. Boah, das gibt's nicht, das gibt's nicht, ey. Wohin haust du, mein Lieber? Ich bin hier. Komm schon, mach dein Schild nach unten. Oder fall runter. So. Ja, jetzt kommt die kritische Stelle. Hier, da gibt es nämlich links jetzt einen Durchgang. Da hinten links. Überhaupt, warum gucken Leute, die Dark Souls 2 selber spielen, mit mir zu? Hört auf damit. So, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Kommen die hier durch? Nee, guck mal, die haben jetzt keinen Bock mehr. Jetzt wollen die auf mich zu. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch viel zu schwach für dieses Gebiet. Einfach vorbei. Die verlieren schon die Lust. Die verlieren die Lust dran, weißt du? Das ist wie ein kleines Baby. Weißt du, wenn du ein Spielzeug wegnimmst, wollen die es. Wenn du es wegnimmst, dann wollen die es. Nee, wenn du es gibst, dann wollen die es nicht mehr. So ist es, oder? Oh Gott. Ich habe eine ganze Babytruppe jetzt hinter mir. Was ist das hier? Was machst du? Du bist so einer, okay. Oh, Kacke, okay. Das ist mein Ende, ne? Das ist mein Ende, es ist schon klar. Das ist mein verdammtes Ende. Das ist mein verdammtes... Was? Von der kamen wir. Von der kamen wir hier gerade hoch. Scheiße. Ich dachte da rechts und... Julia, du musst besser aufpassen. Besser ja. Aufpassen. Du musst alles angucken, Julia. Und du musst sterben. So, komm, nimm das hier. Das alles, was es da gibt? Ja. Nimm es. Göttlich. Göttlicher Segen. Alles für ein scheiß göttlicher Segen? Mann, da ist eine Brücke. Guck mal da oben. Oh Gott, ey. Oh Gott, wenn... Irgendwie sind die doch ein bisschen angepisst, dass ich hier oben bin. Und... Ah, verarscht. Hab ich verarscht. Oh, ey, wie habe ich das denn überlebt? Wie geht's da weiter? Das würde mich doch schon sehr interessieren. Wie die auch aggro sind, ey, das gibt's doch nicht. Hier, guck mal, das sieht irgendwie interessant aus. Irgendwas ist da. Irgendetwas ist hier. Muss ich hier was platzieren? Kommen die. Oh. Jetzt hol noch nicht. Jetzt wohl noch nicht, ja, anscheinend nicht. Aber ich hab's doch irgendwie einen Gegenstand hier.
Hey! So, kommt her, Leute. Vielleicht müssen sie sich da draufstellen. Oh nein, die sind zu weit verteilt. Die müssen alle auf ein Eck. Und jetzt an der Seite vorbei. Schau dich besser um, Holly, ey. Gut, wenn ich jetzt was übersehen habe, dann... Nein, ich bin noch viel zu schwach dafür. Ich bin viel zu schwach dafür. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgeguckt. Wir haben wieder 11 Minuten verloren wegen Umgucken. Ihr seid schuld. Und wir gehen jetzt einfach mal straight to dem Gebiet, wo wir need to go. Denn wir haben ja... Hey. Oh komm, den machen wir fertig. Nein, machen wir nicht. Ich traue mir gerade nicht zu, Gegner umzulegen. So, wir haben nämlich den Schlüssel bekommen von diesem Boss, von dem letzten Riesen. Und einige Schlüssel, einige Türen gibt es da noch zu öffnen. In diesem Raum, wo das Riesenschwert reinragt. Falls ihr euch noch dran erinnert. Da gibt es... Ich habe 10.000 Seelen. Ich sollte leveln, oder? Bevor ich da weitergehe. Ich werde sonst abkratzen. Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Abstecher Richtung Majubilubu. Majula. Genau. Wir werden jetzt mal kurz leveln. Ich glaube... Was machen wir? Vitalität, Stärke, Kondition. Kondition müssen wir auch ein bisschen... Ich meine, es ist... Wilde auch, ja. Ah. Aber es gibt ja einen Gegenstand, mit dem wir einiges resetten können. Und zwar in irgendeinem Keller... im Gebäude und diesen Schlüssel bekommen wir von diesem Typ, der auf dem Boden seine Kontaktlinsen gesucht hat. So sah es auf jeden Fall aus. Das heißt, wir müssen erstmal umlegen, oder was? So, komm her. Ich möchte aufsteigen, Süße. Und zwar... Vitalität. Ja, stark genug sind wir eigentlich schon, ne? Deswegen passt das eigentlich. So, gucken wir erstmal, hat das was gebracht? Ja... Ist egal, wie wir leveln, oder? Gibt es keinen großen Unterschied. So. Ja, Vitalität und Kondition. Gut, ich bin jetzt mir unsicher, ey, was ich hier level. Gut. Super. Dankeschön. Dass du mich auch nicht gewarnt hast, du blöde Kuh. Und jetzt gehen wir auf Reisen. Und zwar Richtung. Oh, wir müssen. Oh, wir müssen da ganz durchrennen, ne? Warte mal, wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen zum. Genau, zum Raum, wo das große Schwert reinragt. Das ist doch ziemlich am Anfang da, wenn wir die Leiter runtergehen, dann nach rechts. Fahrstuhl runter? Ne, den Fahrstuhl müssen wir noch nicht runter. Ne, genau. Wir müssen einfach nur nach rechts, die Leiter runter und nach rechts. Und dann kommen wir dort in den Raum, wo ganz viele von diesen dämlichen Ritter sind. Aber auch, der Weg weiter. Puh, Zielflugsilfer, ja. Wieder nichts zu erzählen. Ein von Stride entwickelter Zauberer, dem großen Magier des alten Olafis. Schießt mächtig... Okay, so, danke. So. Feuer. Wie viel Schaden machen wir? Okay. Ist schon okay, ne? Kann man sich nicht beschweren. Schön. Gut, dann gehen wir jetzt... da drüben hin. Wir brauchen noch mehr Kondition. Da hinten, oder? Da ist doch jetzt hier dieser Durchgang. Hier rechts. Genau. Einmal kurz hinten gucken. Verfolgt uns keiner. Da hinten sitzt einer. Aber ich glaube, der wird kein Problem werden. So, komm her. Komm her. Wow. Nein, du musst springen. Wie? Was? Wieso hat das... So. Game over, Kumpel. Ach da. Genau hier. Hier gab es ja irgendwie Türen und sowas, ne? Da, diese Tür da hinten. Das kann man aber sehr leicht vergessen. Falls überhaupt diese Tür ist. Soldatenschlüssel benutzt. Alles klar. Weiter geht's. Da, wie geht's? Wie steht's? Da, wie geht's? Hi. Tschüss. Bleib einfach liegen. Genieß die Ruhe, in der du jetzt ruhst. Du schon wieder. Ich mag die mit den Hellerbarten nicht. Die sind viel zu lang. Angsteinflößend. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Gut. Ah, hier geht es also weiter. Okay. Gut. Mann. Da kann man bestimmt rüberspringen, oder? Ah, ich weiß nicht. Nebelwand. Okay, Boss. Gut. Nächster Abschnitt. Boss? Ja. Das wäre aber ein sehr kurzer Abschnitt zwischen den Riesen und dann hier. Scheiß drauf, ist Dark Souls. Darf es sich erlauben. Ja. So, Seele, Namen, Soldat, Lebenssteine. 3 Stück.
Gut, dann nehmen wir die mal. Na, Vorbereitung für einen? Was, ja. What the fuck? Oh, ist das dieser Ritter, der unten... Terminator. Ey, scheiße, und ich habe keine gute Rolle. Ich habe nur eine schwere Rolle. Boah, der Ton kackt gerade richtig ab, ey. Ey, der fliegt, ey. Fucky. Wechsel mal. Ah, cool, gut, wir können blocken. Und wir können kassieren, das ist gut. Hey! Oh, gut. Schilde. Oh, Stamina weg. Oh, die Musik. Scheiße. Der Verfolger heißt der. Komischer Name. Okay, mach diesen Angriff. Genau! Nein! Scheiße! Wir sind viel zu lahm, Arsch. Ich muss ein bisschen Rüstung ablegen. Rüstung ablegen, jetzt haben wir auch wieder wenig Leben. Der gesagt hat, dass Dark Souls 2 leichter ist, nein. Hier gibt jetzt so viele Elemente, die es natürlich ein wenig erleichtern, aber auch gleichzeitig erschweren. Die Lebensleiste nimmt immer weniger, also ich kann bis zur Hälfte jetzt runterrutschen, wenn ich den Bossgegner jetzt nicht schaffe. Wir sind bei 19 Minuten, okay. Komm. Obwohl du schon viel weiter warst. Obwohl ich schon viel weiter war und ziemlich viel gelevelt habe eigentlich. Wahrscheinlich mache ich irgendetwas falsch. Ihr wisst es wieder besser. Es ist der 10. Boss. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich darf ich hier noch gar nicht sein. Dann legen wir jetzt mal ein paar Sachen ab. Ich glaube, mit dem Feuerschwert haben wir auch genug Schaden gemacht, oder? Das ist immer noch zu schwer, ein bisschen. Vielleicht wiegen auch meine Handschuhe zu viel. Boah, wiegen die 8 Kilo? Boah, Alter, die wiegen 8 Kilo. Haben die gewogen. Okay, gut. Okay. Jetzt einfach runter und zum nächsten Boss. Einmal nochmal versuchen. Scheibenkleisterig. Oh, jetzt muss ich auch jedes... Was? Stell dir mal vor, du hast 8 Kilogramm Milch an den Händen. Ja, stimmt, ey. Kein Wunder, dass ich verloren habe. Jetzt gewinne ich sowas von Haus hoch. Ich habe keine Lust. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, ganze Zeit jetzt diese Gegner zu besiegen. Ich muss es irgendwie schaffen, kein Leben zu verlieren. Und auch beim Bossgegner jetzt. Ich heile mich einmal. Und ich bleibe jetzt erstmal hier für ein paar Minuten stehen. Nein, es geht nicht. Boah! Das war totaler Bullshit, ey. Boah! Ich dachte, ich kann so schön wie in Dark Souls 1 einfach vorbeilaufen. Das klappt ja immer so gut, weil die Gegner ein bisschen dumm sind. Oh. Komm, mach diesen Superangriff.
genau den, der mir auch sehr viel Schaden macht. Doof. Das schneide ich auch raus, diesen Weg dahin. Oh, ich habe keinen Bock, Dark Souls zu let's playen, wenn die ganzen Huren so sagen. Und Runde Nummer 3. Hey, ich habe jetzt noch eine andere Taktik. Und zwar Schild benutzen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, oder? Außer wenn er Schild benutzt. Boah, wie viel Schaden wir machen. Das ist schon ein bisschen unglaublich. Okay, okay, okay. Oh, ich habe da eine Idee. Oh, guck mal hier. Man kann einen Pfeil auf ihn schießen. Ja, versuch das erstmal, ne? Ja. Jetzt zum Beispiel. Nein! Okay, da hinten hin. Der hat's kaputt gemacht. Der hat's kaputt. Da ist noch eins. Das ist auch kaputt. Nee, 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 nee. Runde Nummer. Welche Runde? Drei. Ich wollte zwei und drei sagen. Jetzt mit dem Bastardschwert. Versuchen wir mal. Zack. Ich verstehe seinen Angriffsmuster noch nicht richtig. Also er schlägt immer einmal zu, dann mit dem Schild irgendwie. Aber jetzt zum Beispiel nicht. Weil ich das Bastardschwert habe, oder was? Oh, jetzt! Jetzt aber, ey, unglaublich. Dass ich auch trotzdem Leben verliere, obwohl ich wegrolle, ey. Stamina achten, Stamina achten. Dein Schwert leuchtet blau. Da hat er mir Zeit gelassen. Da hat er mir Zeit gelassen. Das ist nett. Boah, das Schild macht mir trotzdem noch Schaden. Ich wollte mein Schwert gerade werfen wie ein Condemned, ey. Nice, und jetzt abschießen wir was. Ach, schade, ich dachte, der bleibt jetzt liegen. Hätte ich ihn mit der Armbrust abschießen können. Ah, da habe ich zu viel riskiert. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Und auf zur nächsten Runde. Das läuft echt ziemlich beschissen. Wir haben auch zu wenig Leben. Wir sind... Ich will ihn nicht schaffen. Das ist jetzt mein Ehrgeiz, weißt du? Pff. So würde ich auch privat spielen. Ich weiß, ihr habt ihn beim ersten Mal alle geschafft. Blind und mit einem Auge. Aber ich bin ein bisschen dümmer, weißt du? Weißt du? Ich kann schon vor Wut gar nicht mehr richtig reden. Hör auf mit dem Scheiß. Guck mal, ich retten. Das geht nicht. Ich roll weg. Aber nein, weißt du? Nein, nein, nein. Wir haben dich trotzdem erwischt, weißt du, du Arschloch. Komm her, komm her.
Fast wäre ich da runtergefallen, ey. Fast wäre ich da runtergefallen. Ich weiß, ihr... Ich habe keine Heilung mehr. Das heißt... Ja, ich schaffe ihn. Ich schaffe ihn jetzt, ja. Weißt du, wenn man schon aufgegeben hat, dann läuft's, weißt du? Denkst du dir? Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, ist es vorbei. Ey, wieso kannst du nicht gleich von Anfang an so laufen? Oh. So, wir benutzen jetzt erstmal das hier. Des Weiteren benutzen wir gleich das hier. Ich werde diesen Bastard sowas von in den Arsch treten jetzt. Finsternisabwehr. Goldharz. Goldharz haben wir. Gut, 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 gut. Jetzt noch einmal kurz rasten, damit wir volles Leben haben. Okay, okay. Jetzt muss ich nur noch gut ausweichen, weil... Wohin renne ich? Mein Gehirn hat wieder ausgesetzt. Komm schon, du musst jetzt dabei sein, Gehirn. Du musst dabei sein. Du musst dabei sein jetzt. Okay. Ich habe es jetzt wahrscheinlich alles zusammengeschnitten, diese Tode. Und wenn das hier jetzt ganz normal läuft, dann wisst ihr, ich gewinne jetzt. Und wenn ich jetzt direkt beim Boss lande, wisst ihr, ich sterbe. So, pass auf. Okay, komm her. Da kommen jetzt diese Wichser. Das ist auch total bescheuert, dass ich keine Lebenssteine weiter farmen konnte. Dass die Gegner einfach weg waren. Urlaub, weißt du? Müssen ja auch eine Auszeit haben. Ich frage mich nur, wann aktiviert dieses Goldharz, weil das ja auch seine Zeit braucht. Wenn ich jetzt hier so langlaufe, die werden mich gleich jagen und dann ist Ende im Gelände. Okay, 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 okay. Oh, sieht cool aus. Das sieht aber cool aus. Ich hoffe, es hält auch jetzt lang genug. Komm, durchs Fenster, durchs Fenster. Yes! Okay, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, so viel Schaden macht das jetzt nicht. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Na gut, doch, doch, doch. Man muss sich ja nicht nur beschweren. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ich muss gleich einen Angriff ausweichen und... Okay, 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 okay. Halt dich, halt dich. Oh, Kacke. Ach, guck mal, der erste Flas hat mich trotzdem geheilt, obwohl ich da eigentlich mehr abgezogen bekommen habe. Oh, der Ton hing wieder hinterher. Der Ton hing wieder hinterher. Oh, bitte, oh 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 bitte. Oh oh. Das ist jetzt peinlich. Oh, sorry. Freude. Ich überlege mir gerade, wie ich das lustig für euch zusammenschneide, damit ihr mich nicht hasst. Erhöht körperliche Angriffe. Was, dass sie mir mehr Schaden machen, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Hier geht's weiter. Was ist das? Oh Gott. Was ist das denn? Das sieht aus wie der Riese. Ja, ne? Oh Gott. Okay. Was ist das? Snuggly! Snuggly! Okay. Leider passiert nichts. Ja, zum Glück passiert nichts, ey. Wahrscheinlich muss ich ihn erstmal anbringen. Soll ich ihn angreifen?
ihn oder... Okay, gut. Leider passiert nichts. Der war so einfach, der Boss. Der war eigentlich voll einfach, ja, ganz ehrlich. Untersuchen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, der Greif kommt jetzt. Oh, wohin schleppst du mich? Das war nicht Snuggly. Das war gar nicht Snuggly, das war Mami von Snuggly. Erzdraken Strike Kolben. Okay. Du hast 20.000 Seelen. Ich habe 20.000 Seelen, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt am Leuchtfeuer an, damit ich schnell nach Majulu. Der Part geht 40 Minuten, ich habe es für euch zusammengeschnitten oder so. Boah, ey. Was ist das denn? Wow. Na, wo ist mein kleiner schwuler Elf gelandet? Die verlorene Festung. Hier müssen wir anscheinend hin, ey. Hier müssen wir anscheinend hin. Und ich treibe mich da irgendwo bei Piratenschiffen rum. Oh Gott, was ist das denn da hinten? Das sieht aus wie aus Zelda oder so. Ja. Alles klar, dann werde ich erstmal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Dark Souls 2. Ja, es kommt langsam Freude auf, dass ich ihn besiegt habe. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe richtig gefailt. Ne? Ist doch geil. Ne? Ganz halt gut sein ist auch langweilig. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.